Hallo und herzlich willkommen zu Folge 168 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 2. Januar 2023. Für alle, die das zeitnah gucken, ein frohes neues Jahr. Ja, heute habe ich einen relativ alten, das heißt alten Loop an. Der Loop, den ich anhab, die Anleitung heißt Don't Touch Your Face. Und das war eine Anleitung von Nicolor, wenn ich mich nicht irre. Und das hat sie Anfang 2020, Mitte 2020, so zu Beginn der Pandemie entworfen. Und das war so gedacht, dass man sich das übers Gesicht zieht. Und natürlich hält das keine Viren ab oder so. Aber es war einfach als Gedankenstütze gedacht, dass man sich nicht immer mit den Fingern ins Gesicht fährt, weil das ja eben eine typische Möglichkeit ist, wie man sich an allen möglichen Sachen ansteckt. Und deshalb dieser Name Don't Touch Your Face. Ist aber ein relativ einfaches, schlichtes, aber schönes Muster für einen Socken-Woll-Loop. Ich habe damals dieses Opalknäuel mit Glitzer genommen und da dachte ich, das peppt die Sache noch so ein bisschen auf. Das wollte ich sowieso gerne so verarbeiten, dass man es mehr sieht als Socken. Und genau, da habe ich das ganz gerne gemacht. Ja, und dazu habe ich heute meine Kuschelweste an. Die hatte ich aus einem Faden Sockenwolle von Opal und einem Faden Brushed Alpaka von Hansafarm gestrickt. Die Hauptteile sind mit einem hellgrauen Alpaka gestrickt und die Kanten alle mit einem schwarzen Brushed Alpaka. Und die Sockenwolle ist aber überall die gleiche. Das war eine Schwarz-Weiß-Färbung von Opal, so eine Schwarz-Grau-Weiß-Färbung. Und das ist ganz lustig, also bei dem hellgrauen Alpaka, da sieht man das Muster von der Opalwolle so ein bisschen durch. Und im Schwarzen, aber da sieht man eben nur Flecke, da sieht man eben, dass Helles mit dabei ist. Aber also das Helle kommt mehr raus, als ich erst gedacht habe. Ich dachte, die würden noch schwärzer werden, die Kanten. Aber ich finde es eine schöne Kombi, es gefällt mir sehr gut. Und durch das Alpaka ist sie einfach kuschelig weich. Und durch die Sockenwolle hat es aber noch so ein bisschen, ist es insgesamt ein bisschen stabiler und dicker. Und ich finde es eine super schöne Kombi. Da werde ich bestimmt noch mehr draus machen. Und dann habe ich auch Spaß. Heute noch mal einen gestrickten Rock an, zeige ich ja nicht so oft, aber das ist ein Wolle-Rödel-Modell gewesen. Da habe ich einen passenden Pullover auch zugestrickt, der ursprünglich eine Jacke war. Das habe ich auch schon mal zusammen angehabt im Video. Folge 60. Habe es leider jetzt vergessen, welches es genau war. Aber der Rock ist aus der Sienna gestrickt, das ist die reine Merino-Wolle von Wolle-Rödel. Die strickt sich sehr schön und ich habe den Rock schon wirklich lange. Und ich trage ihn auch immer wieder, weil der sich wirklich gut trägt und mit dem Schwarz recht neutral ist und eben auch gut zu diesem zum Beispiel passt. Und ja, dachte ich, kann ich mal zu Anfang des Jahres gleich wieder auf den Stuhl steigen. Ja, so viel zu dem, was ich anhab. Dann fertige Projekte. Ich muss mich heute ein bisschen beeilen. Ich habe ziemlich viel zu zeigen, weil ich so ein bisschen die Anschlageritis hatte jetzt über die Feiertage. Aber das haben Feiertage manchmal so an sich. Mein erstes fertiges Projekt ist mein High Sierra Shawl. Das ist eine Anleitung von Romy Hill. Die Anleitung gibt es auf Craftsy zusammen mit so einem Kurs, wo man alles genau gezeigt bekommt, wie man diese das so in den verschiedenen Teilen strickt, wie man die verschiedenen Lochmuster macht. Alles, was irgendwie schwierig sein könnte, wird in dem Video erklärt. Und wenn man das genau nach Anleitung macht, kann man auch ein Miniset nehmen und kann jedes Feld mit Lochmuster in einer anderen Farbe stricken. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, weil ich das Tuch eigentlich ganz gern gestrickt habe. Das ging sehr gut, war sehr gut zu stricken. Man hat zwischendurch ein bisschen was die Aufmerksamkeit fordert. Dann hat man wieder ein bisschen was, wo man einfach nebenbei stricken kann. Für meinen Geschmack eine wunderbare Kombination. Wenn dann noch verschiedene Farben dazu kommen, ich glaube, dann hätte ich sogar noch mehr Spaß dran. Aber ich wollte ja diese Wolle verstricken. Das ist halb Wolle, halb Seide. Ich vergesse immer, wie die Wolle heißt, aber es steht auf meiner Ravelry-Seite. Die ist unter dem Video verlinkt. Da findet ihr Links zur Wolle, Links zur Anleitung. Da seht ihr, welche Nadel ich benutzt habe, wie viel Wolle ich verbraucht habe. Also hier habe ich von jedem, hatte ich ja von jeder Farbe nur einen Knäuel. Einzelheiten schreibe ich dann nicht immer unbedingt rein. Von dem Rot habe ich 2/3 verstrickt von dem Knäuel und von dem Schwarzen, glaube ich, nur ein halbes Knäuel. Ist also noch einiges übrig. Kann ich noch irgendwas Passendes zu machen? Ja, aber ich freue mich, dass es fertig ist und ich habe es jetzt gestrickt. Ich habe alle Fäden, also abgekettet, alle Fäden vernäht, aber ich habe es noch nicht gewaschen und gespannt.
Ich wollte euch jetzt einmal kurz zeigen, wie die Größe so ungefähr ist, ohne dass es gewaschen ist. Also die Länge ist ziemlich exakt meine Spannweite. Das heißt, knapp 1,60 dürfte das sein. Und die Länge in der Mitte ist ungefähr so, dass es ins Bild passt. Also es hängt jetzt so von, wenn ich es direkt gerade auf die Schulter halte, jetzt so bis knapp unter meinen Bobbes. Wenn man es natürlich dann trägt, muss man es ja ein bisschen hochziehen, dass es hält. Dann sieht es ungefähr so aus. Und ich gehe davon aus, dass es nächste Woche dann deutlich größer sein wird. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Also das ist eine wichtige Aufgabe, die ich mir diese Woche vorgenommen habe, ist dieses Tuch zu waschen und zu spannen. Und dann möchte ich es nämlich nächste Woche im Video anhaben. Genau. Und dann könnt ihr hoffentlich einen Unterschied sehen. Und mal sehen, wie viel man auch vielleicht am Größenunterschied sieht oder wie die Muster dann auch vielleicht noch mal anders rauskommen. Jetzt muss ich es doch noch mal ganz kurz in die Kamera halten. So sehen die Lochmuster jetzt aus. Genau. Und mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. So, das war das erste fertige Projekt. Das zweite fertige Projekt ist natürlich mein Dezemberwichtel. Das war ja ein Geheimnis miteinander stricken. Das heißt, wir wussten, es wird ein Wichtel, aber wir wussten noch nicht, wie der aussehen wird. Entschuldigung. Und vor allem wussten wir nicht, ah ja, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich mich selbst gerade abgelenkt. Und vor allem, genau, wir wussten nicht, wie er aussieht. Und das ist eine Möglichkeit, wie Nova aussehen kann. Also sie hat im Körper diesen bunten Streifen mit den ganzen Farben, die im Wichtel vorkommen. Sie hat einen Schal und sie hat eine Mütze, die oben gerade ist, also nicht diesen typischen Zippel hat. Und was sie vor allem hat, ist eine Untermütze. Und die sieht man, wenn man die Obermütze auszieht. Das sieht irgendwie ziemlich witzig aus. Aber das Lustige daran ist eben, dass man andere Mützen draufsetzen kann. Und dann kann Nova auch so aussehen. Und das ist eben mehr so diese klassische Mütze, hat zwei solche Quasten dran. Den Schal kann man ausziehen. Und stattdessen hat sie eine Tasche, eine Umhängetasche. Richtig mit Klappe und man kann auch theoretisch was reintun. Ich habe noch keinen Verschluss dran gemacht. Das mache ich hoffentlich noch. Und dann kann sie den Gurt über oder unter dem Bart tragen. So. Und den kann sie was mitnehmen. Und damit es auch richtig Spaß macht, gibt es noch sogar eine dritte Mütze. Das war nämlich eine der Überraschungen. Man hat sich schon bei zwei Mützen gewundert. Gibt es schon wieder zwei Wichtel, aber das hatten wir doch letztes Jahr schon. Und dann bei diesem Teil war eben lange nicht klar, was ist das überhaupt. Aber das sind eben die verschiedenen Möglichkeiten, wie Nova aussehen kann. Ich finde, es hat total Spaß gemacht und es war auch schön, dass es so viele einzelne Dinge gab und so viele Kleinigkeiten. Und es gab noch eine Anleitung für kleine Geschenke zu stricken. Das habe ich noch nicht gemacht. Mache ich hoffentlich irgendwann nochmal. Und es gab noch eine Bonusanleitung für eine Menschengröße Mütze mit so einem ähnlichen Muster. Und das Muster ist so aufgeteilt, dass man immer für zwei Streifen zwei Farben benutzt und dann kann man für die nächsten zwei Streifen die nächsten zwei Farben benutzen und man kann theoretisch alle zwei Streifen zwei neue Farben reinnehmen, was wunderbar geeignet ist, um Reste aufzustricken oder auch ein Miniset. Aber man kann natürlich auch die ganze Mütze nur zweifarbig machen oder man kann eine Farbe durchlaufen lassen und die andere Farbe wechseln. Also diese super vielseitig, diese Mützenanleitung, die kann man, glaube ich, auch unabhängig von dem Wichtel kaufen, wenn man will. Ich glaube, das ist ein extra Projekt, was man kaufen kann. Und aber alle, die diesen Wichtel gekauft hatten, haben das dazu gekriegt. Ich vermute mal, wenn man den Wichtel jetzt noch kauft, kriegt man die wahrscheinlich auch dazu. Weiß ich gar nicht genau. Wichtelanleitung gibt es übrigens bei Sarah Shearer immer auf Englisch und auf Deutsch. Ich werde immer wieder gefragt, ah, ich würde gern Wichtel stricken, aber ich kann kein Englisch. Erstens sind englische Strickanleitungen nicht schwer, aber zweitens, Wichtel gibt es alle auf Deutsch. Bei der Mütze bin ich nicht ganz sicher. Habe ich vergessen zu gucken, aber ich vermute schon, dass Teil vom Wichtel ist, doch muss es eigentlich auch auf Deutsch geben. Genau, das waren jetzt meine zwei offiziellen fertigen Projekte für heute, aber ich habe noch ein kleines zusätzliches Mini-fertiges Projekt und zwar habe ich noch so einen kleinen Wichtel gestrickt, wie ich ja für die Familie meiner Schwester schon gestrickt hatte. Da hatte ich ja für 5 Leute, 8 Wichtel gestrickt. Und aber da ich zwei Prototypen hatte oder einen Prototypen und einen etwas nicht ganz gelungenen und mein Sohn dann einen haben wollte und ich den anderen behalten wollte, habe ich festgestellt, jetzt erstens hat mein Mann noch keinen Wichtel gekriegt, also sollte er noch einen kriegen. Und außerdem habe ich im Laden noch so ein Bart gefunden.
Also ich hatte den Bart gestrickt, als ich hier Großproduktion Bärte gemacht habe und hatte den aber offensichtlich nicht eingesteckt, weil ich die zu Hause fertig gestrickt habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da muss der Bart ja auch noch einen Wichtel kriegen. Und dann habe ich einen Glitzerwichtel gemacht. Also vielleicht gebe ich meinem Mann auch meinen blauen und behalte den Glitzer, aber es ist ja eigentlich auch egal, wem was gehört. Das Witzige an dem Wichtel ist aber zusätzlich, dass ich das Nadelspiel, mit denen ich diese Wichtel gestrickt habe, die habe ich alle auf einer 2,0er Nadel gestrickt und das Nadelspiel hatte sich versteckt. Ich habe es heute Morgen gefunden, aber nicht, als ich den stricken wollte. Und dann habe ich gedacht, naja, nehme ich halt eine 2,5er Nadel, macht auch nichts. Es macht auch nichts. Aber dadurch ist dieser Wichtel jetzt so ein bisschen der Oberboss. Also hier sieht man, was eine Nadelstärke Unterschied ausmachen kann. Also der ist deutlich größer geworden als die anderen. Die Anleitung ist genau die gleiche. No fun like gnome fun. Genau. Ja, aber jetzt hat wirklich jeder von uns einen kleinen Mini-Wichtel. Und genau. Ich habe die Wichtel übrigens schon überreicht. Ich habe sie nur hinterher wieder einkassiert, weil ich noch mal ein Video machen will mit allen Wichteln, die ich im letzten Jahr gestrickt habe. Das war ja das Jahr der Wichtel. Und dafür habe ich sie mir noch mal ausgeliehen sozusagen. Und dann bekommen sie sie zurück. Ja, dann habe ich noch ein inoffizielles fertiges Projekt. Das zeige ich jetzt nur kurz, erzähle ich gleich später noch ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Mini-Spiralsocken gestrickt, also Babyspiralsocken. Ich habe ein Anleitungsvideo, wie man diese Spiralsocken strickt, falls ihr da reingucken wollt. Aber wie gesagt, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr, weil da noch ein zweites Paar dazu gehört. Deshalb ist es auch kein richtiges fertiges Projekt, weil das Projekt selber eben noch läuft. Genau, so, dann Sachen, die in Arbeit sind. Da fange ich wie immer mit den Socken an. Und die älteste Socke, die ich, oder Kniestrumpf, die ich noch stricke, sind diese wunderschönen bunten Kniestrümpfe aus dem Buch Statement Stricken Band 2. Da kann man ja einfach nach Anleitung anschlagen und dann selber die Muster sich aus dem Buch aussuchen und so hintereinander wegstricken, wie man Lust und Laune hat. Ich habe dann noch zusätzlich die bunten Wollreste getauscht, wie ich Lust und Laune hatte. Und jetzt habe ich das Bündchen fertig gestrickt und abgekettet. Das Bündchen ist nicht wirklich lang genug, um es umzuschlagen, was hauptsächlich daran liegt, dass dieser obere Teil etwas zu eng ist. Und dadurch, dass sich das so zieht, wird es eben auch kürzer. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, das Bündchen noch länger zu machen, zumal ich so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich den oberen Teil nochmal auftrenne. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es nicht sofort, weil ich gedacht habe, vielleicht sind das mal Kniestrümpfe, die halten und nicht rutschen. Alle anderen Kniestrümpfe, die ich gestrickt habe, rutschen, wenn ich sie direkt auf der Haut trage, immer. Wenn ich sie auf einer Strumpfhose trage, dauert es ein bisschen länger, bis sie rutschen. Dann muss ich schon eine ganze Weile durch die Gegend laufen. Irgendwann rutschen die dann auch. Aber ich habe mir gedacht, diese sind jetzt ein Tucken eng. Mal gucken, ob die vielleicht nicht rutschen. Ich werde es auf der nackten Haut probieren. Ich werde es auf einer Strumpfhose probieren. Wenn sich herausstellt, dass das unbequem ist hier oben, dass es mich drückt, dann mache ich es auf jeden Fall nochmal auf. Wenn nicht, lasse ich sie so. Aber bevor ich das ausprobiere, muss ich natürlich erstmal den zweiten stricken. Und der zweite kriegt die gleiche Grundfarbe und im Prinzip die gleiche Größe natürlich. Und ich werde auch die gleichen Reste nutzen. Aber ich werde andere Muster reinstricken. Und da bin ich schon super gespannt drauf. Da freue ich mich schon drauf, dann zu gucken. Jetzt weiß ich ja, wie viel Reihen jeder Abschnitt hat. Und dann kann ich mir auch größere Muster aussuchen. Das war ja schon recht groß, aber da gibt es halt noch größere Muster. Und dann werde ich mir irgendwas raussuchen. Und dann wird es eine ganz lustige zweite Socke. Und es gibt überhaupt kein zweites Sockensyndrom. Da freue ich mich super drauf. Genau. Die zweitälteste Socke hat deutlich mehr Priorität. Das ist die nächste Filmsocke. Ihr werdet ja noch ganz viele Filmsocken dieses Jahr von mir zu sehen bekommen. Das sind die für meinen Schwager. Ich habe jetzt gerade den dritten Filmstreifen fertig und habe vorhin überlegt, ich sollte die erste Socke so weit kriegen, dass er sie noch anprobieren kann, solange er noch im Lande ist. Und genau, ansonsten Serie Cats and Dogs von Opal, wunderbare Anleitung, Film Real Socks. Ja, das werdet ihr noch zu Genüge in dieser Farbe und anderen Farben zu sehen bekommen. Dann, jetzt fängt es an mit den Neuanschlägen. Und es hat ja auch immer einen Grund, ne, dass ich neue Sachen anschlage. Manchmal einfach nur aus Spaß und weil ich Lust drauf habe, aber häufig gibt es ja auch zusätzliche Gründe. Und so ist das jetzt bei diesen Socken. Und zwar hat ein Freund von mir mich gefragt, ob ich für seine Schwester und ihre Patentochter Partnerlook-Socken stricken könnte.
Und dann habe ich gedacht, ach ja, warum nicht? Kleines Mädchen und Patentante, habe ich schon überlegt. Ich habe gesagt, ich mache keine dünnen Socken für andere, aber ich habe gesagt, dicke Socken könnte ich machen. Und wenn es nur für die Patentante gewesen wäre, hätte ich achtfach genommen. Aber für Baby wollte ich jetzt nicht achtfach Socken stricken. Dann dachte ich, okay, sechsfach geht auch immer noch. Und hatte überlegt, ich nehme eine schöne lila Pinkfarbe. Und dann schreibt er mir am nächsten Tag und sagt, ja, sie ist Fan von Eintracht Frankfurt, glaube ich, ob ich die Socken in schwarz-weiß oder schwarz-rot machen könnte. Und dann dachte ich, für ein Baby schwarz-weiß oder für ein Baby schwarz-rot hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Und ich hatte vor allem auch keine Lust auf drei Knäule und ich hatte auch keine Lust auf zwei einfarbige. Und ich habe mir dann das Logo mal angeguckt und habe gedacht, okay, das ist schwarz-weiß und rot, wenn ich alle drei Farben nehme, aber bei zwei Knäueln bleibe. Und dann habe ich mir diese Regenwaldfarbe rausgesucht. Die ist richtig schön schwarz-weiß, finde ich. Und dann habe ich sechsfach leuchtend rot dazu genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, darauf kann ich mich einlassen. Ist nicht zu viel Aufwand und macht dann trotzdem noch Spaß. Ist jetzt nicht wahnsinnig babyhaft. Das ist das fertige Paar Spiralsöckchen, was ich gerade schon gezeigt habe. Da habe ich dann eben das Schwarz-Weiß als Grundfarbe genommen. Habe so drei Kontraststreifen oben reingestrickt und dann schwarze Spitzen. Da das Spiralsocken sind, haben die ja keine Ferse. Aber für die Patentante habe ich mir gedacht, mache ich dann doch mit Ferse. Das heißt, diese Socken kriegen rote Fersen und Spitzen, haben das gleiche Streifenmuster oben drin und ich stricke auch in dem Spiralmuster. Das kann man ja auch mit Ferse stricken. Also ich habe jetzt im Schaft das Spiralmuster gestrickt und jetzt im Fuß werde ich das Spiralmuster oben auf dem Fuß weiterlaufen lassen, aber die Fußsohle werde ich glatt stricken und dann hoffe ich, dass ich da nicht allzu lange brauche, um dann diese Fansocken an die Frau zu bringen, beziehungsweise erstmal an den Mann, damit er sie dann verschenken kann. Genau, das war also die eine Socke, die ich angeschlagen habe. Und dann hatte ich kurz vor Weihnachten noch eine Autofahrt vor mir und wir hatten geplant, spät abends zu fahren, sodass es dunkel sein würde. Und dann ist mir siedendheiß eingefallen am Freitag, dass ich überhaupt kein Strickprojekt für im Dunkeln stricken habe. Und da ich im Dunkeln nicht gerne fahre, sowieso auch nicht gerne fahre und die meiste Zeit auf dem Beifahrersitz verbringe, habe ich gedacht, ich muss jetzt ganz schnell noch was machen, was ich im Dunkeln stricken kann. Und dann habe ich in meinen Vorräten gewühlt und habe dieses schöne Opal-Abo-Knäuel gefunden, was irgendwann mal dabei war, was ich mir für mich zurückgelegt hatte. Und dann dachte ich mir, das sieht nach einer schönen Farbe aus für so ein paar ganz stinknormale Socken. Und dann habe ich wirklich ganz schlicht und stinknormal, also ich habe die Maschen angeschlagen und habe sofort angefangen, nur glatt recht zu stricken. Wäre ich früher nie auf die Idee gekommen, das zu machen, aber eine gute Freundin von mir, die Annegret heißt, die strickt ihre Socken ganz häufig so. Und dann habe ich die Socken deshalb auch Socken à la Annegret genannt, was sie in Ordnung fand. Das darf ich also machen. Ich habe sie gefragt. Und dann habe ich jetzt so ein paar ganz schlichte, stinknormale Glattrechtsocken. Das ist ja was, was ich eigentlich nicht super gerne stricke. Aber ich habe festgestellt, ich trage so schlichte Socken sehr gerne. Und es ist eben das ideale Projekt für dunkle Autofahrten oder Kinobesuche oder auch andere Situationen, wo ich mich auf was anderes sehr konzentriere oder Filme mit Untertitel zum Beispiel. Das wäre auch so ein Ding. Genau, ich hatte also dann angeschlagen und ein paar Reihen gestrickt. Dann habe ich das meiste vom Schaft bei der Hinfahrt gestrickt, habe dann dort noch ein paar Reihen dazu gestrickt, dort die Ferse gestrickt und noch ein paar Runden drüber. Und dann ein Teil vom Fuß bei der Rückfahrt. Da war es dann nicht die ganze Zeit dunkel, da habe ich dann auch erst noch was anderes gestrickt. Und ein Teil habe ich jetzt über Silvester gestrickt beim Spielen. Und ja, ich finde, das sieht total lustig aus. Mir gefallen die Farben, wie sie rauskommen. Freue ich mich drauf, wenn die Socke irgendwann fertig ist, aber das hat keine Eile. Das ist dann so mein Projekt für eben diese genannten Situationen. So. Dann habe ich noch was Neues gleich in dieser Rubrik. Das ist jetzt aber nicht Socke, das ist nur sockenähnlich und zwar ein paar Handschuhe aus Sockenwolle. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte. Und zwar ist eine Freundin von mir sehr aktiv in der Arbeit der Tafel, die ja Lebensmittel und andere Sachen an Bedürftige und an Flüchtlinge verteilen. Und sie sagte, dass viele ihrer Kollegen geklagt haben, dass sie so kalte Hände haben, jetzt als es vor ein paar Wochen so kalt war. Und sie aber trotzdem zum Teil draußen oder zum Teil mit offenen Türen gearbeitet haben. Und wir hatten schon mal Armstulpen gestrickt für Mitarbeiter der Tafel, aber die haben dann trotzdem eben kalte Finger gekriegt. Und dann war die Frage, ob wir Fingerhandschuhe stricken würden. Weil mit Fausthandschuhen kann man nicht vernünftig greifen.
Und jetzt hat aber keiner von uns so richtig Lust gehabt, Fingerhandschuhe zum Spenden zu stricken, weil das ist wirklich ein Haufen Arbeit und Umstand. Und dann waren wir so am Reden und dann fiel mir ein, dass ich ja dieses Buch habe, Star Wars Knitting the Galaxy, mit Star Wars Motiven und Sachen. Und da gibt es diese Yoda-Handschuhe. Und Yoda hat ja bekanntlich nur drei Finger. Deshalb haben diese Handschuhe auch nur drei Finger. Und dann packt man eben den kleinen und den Ringfinger und den Zeigefinger und Mittelfinger so rein. Und ich dachte mir, mit diesen Handschuhen kann man dann vielleicht auf diese Art und Weise doch ein bisschen besser greifen als mit Fausthandschuhen. Man hat aber nicht so viel Tücke beim Stricken wie bei Fingerhandschuhen. Und dann habe ich mir diese Farbe von Opal genommen. Da habe ich ja auch schon eine Mütze gestrickt und das kommt ja auch in meinen Pullover rein. Und habe gedacht, ich probiere das mal aus. Da das aber jetzt nicht speziell Yoda-Handschuhe sind, habe ich gedacht, muss ich auch nicht unbedingt das Perlmuster stricken. Und da die zum Arbeiten gedacht sind, habe ich gedacht, es ist besser, es gibt ein vernünftiges Bündchen, dass die auch sitzen und bleiben, wo sie hingehören. Also habe ich ein Bündchen gestrickt, habe dann die Daumenzunahme nach Anleitung gemacht, habe die Maschen stillgelegt und dann habe ich jetzt so hoch gestrickt, dass ich jetzt im Prinzip an diesem Punkt angekommen bin, wo man für diese zwei Finger teilt. Und da verließ mich dann mein Enthusiasmus, zumal das Wetter auch deutlich wärmer geworden war. Und dann habe ich das liegen lassen, aber ich werde es auf jeden Fall weiter stricken und fertig machen und dann auch weitergeben, dass wir dann Feedback kriegen können, wie sich damit arbeiten lässt und ob es sich lohnt, dann in eine Großproduktion einzusteigen, beziehungsweise anderen beizubringen, wie das geht, weil ich will die nicht alle selber stricken. Genau. Aber ja, das sind also meine erste Version Yoda-Handschuhe und mal gucken, wie praktisch oder auch unpraktisch die dann nachher sind. Genau. So, das war jetzt das letzte kleine Projekt aus Sockenwolle. Dann kommen wir zu den Klamotten, die ich am Stricken bin. Und Pullis, also ich habe einen Pulli aus Sockenwolle auf der Nadel und eine Jacke angefangen. Aber das ist dann keine Sockenwolle, das zeige ich euch gleich. Mein Pullover ist ja, stricke ich aus dieser Farbe, aus der gleichen Achtfach-Serie wie eben der Handschuh, aber mit ein bisschen diese Farbe drin und mit ein bisschen rote Vierfach-Sockenwolle gedoppelt. Und da hatte ich ja mit dem Ärmel angefangen aus dem Buch Nordisch Stricken oder einfach Nordisch Stricken. Keine Ahnung, Bücher sind auch unter dem Video verlinkt. Ihr müsst einfach die Informationen irgendwie ausklappen oder auf Mehr klicken oder auf den Pfeil klicken. Und dann, wenn die ganz, dann kommt erstmal die ganze Liste mit meinen Ravelry-Projekten und dann irgendwann kommen auch Bücher. Da ist dann dieses Buch dabei. Und da habe ich jetzt den ersten Ärmel mal für beendet erklärt. Aber ich habe festgestellt, es ist super schwer, bei einem Pullover von unten hoch die Ärmellänge so richtig anzupassen, weil ich noch nicht so genau weiß, wie lang die Passe wird. Ich habe zwar die Reihenzahl, die im Buch steht, aber ich weiß immer nicht so genau, wie es dann rauskommt. Ich will eventuell obenrum auch ein bisschen was ändern. Und ja, das Ganze hat mich dann so verunsichert, dass ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, ich werde den zweiten Ärmel stricken, zur gleichen Länge wie den ersten. Und dann werde ich hingehen und werde die Maschen für die Rundpasse provisorisch anschlagen, werde die gesamte Musterpasse stricken und dann kann ich die Passe anziehen, kann den Ärmel anziehen und dann kann ich gucken, ob es passt. Und habe dann die Möglichkeit, entweder noch ein paar Runden drauf zu stricken oder ein bisschen was abzuketten. Und dann werde ich den Ärmel und die Passe im Maschenstich zusammennähen. Dann habe ich also die Passe, beide Ärmel und dann nehme ich mache ich den provisorischen Anschlag auf und stricke den Rest des Pullovers von oben runter. Und dann kann ich auch die Länge anprobieren. Ich kann ein bisschen gucken, wie die Wolle reicht. Ist vielleicht ein bisschen eine komplizierte und ungewöhnliche Methode, so einen Pullover zu stricken. Aber ich war, nachdem ich gemerkt habe, wie unsicher ich bin mit der Länge der Passe, ich habe aus dem Buch noch nichts gestrickt und so, habe ich gedacht, für mich ist das jetzt im Moment die beste Lösung, die mir einfällt. Und ja, das heißt, jetzt erstmal den zweiten Ärmel stricken und dann gucken wir mal, wie das Ganze klappt, was ich mir so überlegt habe. So, und das zweite Kleidungsstück, die Jacke, das ist mein Weihnachtsanstrick. Ich habe ja gesagt, es gibt immer unterschiedliche Gründe, warum man was anfängt zu stricken. Und ich fange gerne zu Weihnachten was Neues an, einfach um sich dann auch eben an dieses Jahr Weihnachten zu erinnern, um auch an Weihnachten was Besonderes zu tun zu haben. Und ich hatte mir dieses Jahr überlegt, dass ich gerne aus dieser Wolle von Noro, ups, das ist die Silk Garden Solo, das ist ein ganz, ganz tolles Garn,
was ich schon seit Jahren habe und mal von meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das ist noch ein Grund, weshalb ich es als Weihnachtsanstrich machen wollte. Und genau, da die Sill Garden ist normalerweise ganz bunt, aber die Solo-Version, die ist eben so einfarbig. Und ich dachte, so eine blaue, schlichte Jacke, die passt dann zu ganz vielen Sachen und die könnte ich super gut gebrauchen. Genau, und dann hatte ich mir das für dieses Jahr überlegt. Und da ich meinen Weihnachtsanstrick sehr gerne mit meiner Schwester koordiniere, hat sie bei ihrer Wolle geguckt und hat eine Wolle gefunden, die aus Wolle und Seide besteht. Achso, ich wollte dazu sagen, das ist eine Mischung aus Mohair, Seide und Wolle. Und sie hat, wie gesagt, eine Wolle gefunden aus Wolle und Seide. Die war dünner als dieses. Aber sie hat jetzt entschieden, dass sie einen Faden Mohair-Seide von Hansafarm dazu nimmt. Dann haben wir beide Mohair, Seide und Wolle, zwar in etwas unterschiedlicher Zusammensetzung, aber macht ja nichts. Ihre Jacke wird auch bläulich, aber eigentlich mehr lila. Also, wenn man die Wolle sieht, denkt man, es ist ein lila stichiges Blau, aber wenn man meine daneben hält, ist ihr es plötzlich komplett lila. Genau, und sie strickt das gleiche Muster wie ich. Wir haben beide mit dem Ärmel angefangen. Noch sind die Projekte sehr ähnlich. Ich bin sicher, bis die Jacken fertig sind, haben wir noch einiges an Unterschieden eingebaut. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, jetzt zeige ich euch noch ganz schnell die Anleitung. Die habe ich nämlich damals mitgekauft mit der Wolle, beziehungsweise mit ausgesucht. Ich habe das Heft gekauft, meine Schwester hat mir die Wolle gekauft und auf dem Heft steht 2015. Also ich schätze, seitdem liegt diese Wolle rum und schwirrt die Idee in meinem Kopf. Und mein ursprünglicher Plan war, diese Jacke zu stricken. In dem Heft ist der untere Teil in einem einfarbigen Silk Garden und der obere Teil in einem bunten Silk Garden Garn gestrickt, aber ich wollte eben diese einfarbige blaue Jacke, die einfach zu allem passt. Deshalb wollte ich nur die eine Farbe haben. Ich werde sie auch kürzer stricken, weil ich nicht so viel Wolle habe, wie in der Anleitung steht. Ach so, genau. Und was ich nicht wollte, ist eben diese Einzelteile stricken und dann zusammennähen müssen. Und das war ein Grund, weshalb ich dann überlegt hatte, vielleicht doch eine andere Anleitung zu nehmen. Dann habe ich aber nichts gefunden. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich ja wohl in der Lage sei, die Anleitung so umzuwandeln, dass es ohne Zusammennähen geht. Und das hat mir dann den letzten Schubs gegeben, das jetzt doch anzuschlagen. Und das ist der Ärmel, den ich jetzt angefangen habe. Das ist eben dieses, ich glaube, das nennt sich unter anderem Kaffeebündchenmuster. Das, was hier lang läuft, das ist so eine Art falscher Zopf. Und dann gibt es eben so ein bisschen Rippen dazu. Es ist recht einfach zu stricken. Es sieht schön aus, finde ich. Das mit der Maschenprobe hat wunderbar geklappt. Also ich komme mit der angegebenen Maschenzahl super hin. Ich werde jetzt die Zunahmen etwas langsamer machen, als sie in der Anleitung stehen, weil es schon recht schnell gewachsen ist. Aber es strickt sich gut, es macht Spaß. Die Wolle ist total klasse. Das ist das, was ich vom ersten Knäuel noch übrig habe. Ich denke, wenn ich das erste Knäuel verstrickt habe, kriege ich vielleicht so ungefähr eine Vorstellung davon, wie groß ich die Jacke machen kann. Und meine Idee ist jetzt, ähnlich wie bei dem Pulli, nee, nicht ähnlich wie bei dem Pulli. Ich werde die Ärmel bis unter den Arm stricken, anders als in der Anleitung. Dann werde ich Vorder- und Rückteil bis unter den Arm stricken und dann werde ich wahrscheinlich eine Raglanabnahme machen. Und das Muster dann einfach so, ja, dass das weiterläuft, aber dann in der Raglan-Schräge verschwindet. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich am Raglan entweder dieses Muster oder eine rechte Masche langlaufen lasse. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren. Genau, aber dann wird es eine Raglan-Jacke und ich überlege auch die Knopfleiste gleich mitzustricken, sodass ich hinterher nicht mehr die Maschen rausstricken muss. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Vielleicht mache ich nachträglich noch einen Kragen dran. Aber auch das weiß ich noch nicht. Das sind eben so Sachen, die kann ich mir dann immer noch überlegen, wenn ich soweit bin. Aber das ist meine wunderschöne blaue Noro-Jacke oder wird meine schöne Noro-Jacke mein Weihnachtsanstrick von Weihnachten 22. So. Dann kommen wir jetzt zu den Tüchern und Decken, Teil des Podcasts. Ich habe an dem Chevrioni-Tuch nicht weiter gestrickt. Das ist das mit den vielen Perlchen. Aber ich habe an dem Baltic Summer-Tuch weiter gestrickt. Und da stricke ich ja in der letzten, nicht mehr die aktuelle, in der letzten Musterschlacht vom Opal-Abo diese Farbe mit dem Muster von Martina Behm. Die aktuelle Musterschlacht hat schon angefangen. Möchte wieder mitmachen. Ich habe mir ein Muster ausgesucht, aber ich habe 5 Neuanschläge in diesem Video. Ich dachte mir, ich warte damit. Ob ich warte, bis das Tuch fertig ist, weiß ich noch nicht. Aber ich dachte, ich warte zumindest noch, bis ich ein paar Sachen fertig gemacht habe. Genau, das ist dieses typisch für Martina Behm kleine asymmetrische Dreiecktuch mit diesen vielen Zickzacks, die in dieser Farbe eben super schön rauskommen. Genau, da habe ich einiges dran gestrickt jetzt über die Feiertage.
freue mich, dass es wächst und dass das Knäuel langsam ein bisschen schwach auf der Brust ist. Aber da werde ich eben das Knäuel so weit wie möglich zu Ende stricken, so dass ich noch sicher abketten kann. Aber da will ich eigentlich nicht groß was übrig haben. Wenn ich mich verschätze und noch genug für ein Quadrat für meine Decke hätte, wäre das okay, aber das muss auch nicht unbedingt sein. So, das ist das Tuch. Dann, genau, ein fertiges Tuch, eins nicht gestrickt. Das war's mit Tüchern. Decke. An der Memory-Decke habe ich nicht gestrickt, aber ich habe an meiner Talavera-Häkeldecke weitergehäkelt. Das ist ja die Anleitung aus dem Simply Crochet-Häkelheft. Und da hatte ich entschieden, dass ich die letzten so viel Reihen weglasse und jetzt langsam zum Ende komme. Und das letzte, was ich euch gezeigt hatte, war dieses blaue Muster mit den zwei verschiedenen Blautönen. Und da habe ich jetzt eine komplette Runde in Pink drauf gehäkelt mit festen Maschen und habe dann auch nochmal diese Relieffeste Masche gemacht, da wo diese hellblauen Doppel- oder Dreifachstäbchen sind. Und dadurch dieses Muster dann beendet und das so zusammengefasst. Dann habe ich jetzt als vorletzte Reihe, häkle ich diese weiße Reihe mit halben Stäbchen. Das ist auch, also die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Reihen sind im Prinzip auch die letzten 5 Reihen in der Anleitung. Nur, dass dieses Muster eigentlich zweimal kommt. Und alles, was zwischen den zwei Mustern kommt und die zweite Wiederholung von dem Muster, das ist das, was ich weglasse. So. Von der weißen Reihe habe ich aber nur gerade angefangen, da bin ich bis hier gekommen. Da muss ich jetzt also eine riesenrunde halbe Stäbchen in Weiß häkeln. Und danach käme laut Anleitung das Rosa als Abschluss. Aber da habe ich entschieden, dass ich lieber das dunklere Türkis hier nehme. Und das passt dann auch dazu, dass ich die Mitte, die eigentlich auch hätte rosa sein sollen, da hatte ich das helle Türkis genommen. Und ich finde, das passt dann gut dazu zusammen, dass das mit dem Türkis anfängt und aufhört. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, wer die Decke kriegt. Und die Freundin, die kriegt, war einverstanden, dass ich das so mache mit diesem blauen Abschluss. Ich habe sie dann gefragt, ob ihr das recht ist. Und genau, jetzt kann sich das eigentlich nur noch um Wochen handeln, diese zwei Runden zu häkeln. Und dann gibt es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Und die Tatsache, dass ich jetzt weiß, wer die Decke kriegt, motiviert mich auch ein bisschen wieder, da ein bisschen mehr dran zu häkeln. Genau. Und außerdem habe ich auch das nächste Häkelprojekt jetzt angefangen, da dieses Jahr fast fertig ist. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit mal überlegt, dass ich gerne mal probieren würde, wie es aussieht, wenn ich aus dem Alpaka Lace Garn von Hansa Farm ein Granny Square häkel. Also so ein ganz schlichtes Häkelquadrat. Und hatte ursprünglich überlegt, ob ich vielleicht dann aus vielen Quadraten eine Jacke oder ein Pullover mache. Die Idee habe ich dann relativ schnell verworfen, als ich gemerkt habe, dass es doch auch ein bisschen aufwendig ist, mit so ganz dünner Wolle zu häkeln. Aber das Probeläppchen, was ich gehäkelt habe, hat mir so gut gefallen, dass ich entschieden habe, das weiter zu häkeln. Und mein Plan jetzt ist, einfach ein riesengroßes Quadrat zu häkeln, im Prinzip alle Farben, die ich von Hansa Farm, von dem Alpaka Lace habe, da rein zu häkeln und dann hinterher das so umzuschlagen und mir ein Dreiecksdruck draus zu machen, in das ich mich dann so richtig einkuscheln kann. Das ist nämlich wunderbar weich und fluffig und angenehm. Ich häkel mit einer 3,5er Nadel, das wird vielen wahrscheinlich sehr groß vorkommen, aber denkt dran, dass ich sehr, sehr fest häkel. Und ich finde, so wie das jetzt rauskommt, ist es ganz toll. Es ist nicht zu labberig, aber es ist auf keinen Fall zu fest. Und ich wechsle jede Reihe die Farbe. Im Moment häkel ich jede dritte Runde lila. Demnächst mache ich dann jede dritte Runde dunkelblau. Und dann später mache ich jede dritte Runde grau. Und wahrscheinlich am Schluss jede dritte Runde schwarz. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich dann den Rand von dem Quadrat nur in Grau- und Schwarztönen mache, dass der Rand dann so ein bisschen neutraler ist, je nachdem, was ich drunter habe. Aber in der Mitte möchte ich eben so viele Farben wie möglich haben. Ich habe von zwei ganz lieben Menschen die Reste bekommen, die sie von dem Lace Garn noch haben, und habe den Anfang auch nur aus Resten gehäkelt, meinen und von den beiden. Und genau, dadurch kann ich jetzt ganz viele Farben benutzen und muss nur maximal die Hälfte der Farben neue Knäule anfangen und den Rest kann ich mit den Resten bestreiten. Genau, und da freue ich mich total drauf. Und das hat mich dann daran erinnert, dass ich im letzten Monat bei Hansa Farm bestellt habe und völlig vergessen habe, hier darüber zu reden. Ich zeige ja nicht immer jedes Knäuel, vor allem wenn ich alte Farben nachbestelle, dann zeige ich die ja hier nicht wieder im Video, aber ich zeige ja gerne neue Sachen. Und ich habe bei der letzten Bestellung nicht nur Wolle bestellt, sondern ich habe wieder kleine Mini-Alpakas bestellt. Hier drüben seht ihr so ein paar naturfarbene Alpakas, die es ja schon länger gibt.
Aber Hansafarm hat jetzt entschieden, neue Farben für die Alpakas rauszubringen. Also die Farben selbst gibt es als Wolle schon lange, aber eben noch nicht als Alpakas. Und deshalb wollte ich euch die zeigen. Und für den Fall, dass ihr die Alpakas noch nicht kennt, das sind einfach so kleine Spielzeuge, Stofftiere, wie auch immer. Die sind handgearbeitet und die Frauen, die diese Alpakas machen, sind größtenteils alleinerziehende Mütter, die sonst keinen Job gekriegt hätten, die eben dann bei Hansafarm die Chance kriegen, sich ihren Lebensunterhalt selber zu bestreiten für sich und ihre Kinder. Und das ist also schon mal eine prima Sache. Und das Zweite ist, dass der gesamte Erlös vom Verkauf dieser Alpakas wird an ein Kinderheim in Peru gestiftet, gespendet. Das heißt, Hansafarm selber verdient nicht am Verkauf dieser Alpakas, aber sie machen das, um eben zum einen den Frauen Arbeitsplätze zu geben und zum anderen den Kindern in den Waisenhäusern Hilfe zukommen zu lassen. Das heißt, jeder, der so einen Alpaka kauft, tut was Gutes und bereitet sich selbst oder einem lieben Menschen eine Freude, weil es einfach Spaß macht, diese kleinen Tierchen rumstehen zu haben oder auch ab und zu mal anzufassen und zu streicheln. Und genau, und das sind nur drei der neuen Farben. Es gibt noch ein paar Farben, die ich schon nicht mehr hier habe. Rosa, lila. Und es gibt jetzt auch meine Farbe zu kaufen. Und ich nenne das meine Farbe, weil das Deep Ocean von Hansafarm ist meine Lieblings-Hansafarm-Farbe. Und ich hatte mal damals gefragt, ob sie nicht auch Alpakas in der Farbe machen wollen. Und ursprünglich hatten sie gesagt, öh, eigentlich nicht. Aber da du immer nett von uns in deinen Videos sprichst, kriegst du eine Sonderanfertigung. Und dann haben sie zwei türkisfarbene Alpakas produziert und mir geschenkt. Deshalb hat der auch kein Halsband, weil das ist einfach meiner. Der andere steht zu Hause. Und wenn ihr jetzt einen Deep Ocean Alpaka haben wollt, dann könnt ihr die jetzt bestellen. Genau. Hansafarm ist auch unter dem Video verlinkt, aber hansafarm.de ist auch ganz einfach zu finden. Und ihr tut was Gutes und ihr macht euch oder anderen eine Freude. So viel zu Hansafarm. Dann kommen wir jetzt zu den Nittelongs. Da laufen ja im Moment noch zwei. Einmal häkel ich ein weiteres Quadrat für die Aktion Viva Victoria, die in Darmstadt dieses Jahr im März eine große Aktion planen, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und fragen, dass man Quadrate mit einer 50 cm Kantenlänge spendet. Man kann die noch bis Anfang Februar einschicken, danach nicht mehr, weil sie ja auch noch Zeit brauchen, die zusammenzunähen. Und ich habe jetzt dieses Ecke-zu-Ecke-Muster gehäkelt und habe die Breite jetzt geschafft. Also hier häkel ich jetzt Abnahmen rein. Und als ich die Hälfte vom Quadrat hatte, habe ich mal den Rest meines Knäuels gewogen. Und wie ihr seht, das ist schon sehr schwach auf der Brust. Und das Knäuel reicht überhaupt nicht für das Quadrat. Und ich habe zwar noch mehr in dieser Farbe, das ist eine alte Serie von Opal. Aber mir ist dann aufgefallen, dass in der aktuellen Serie Wilder Winter es diese Farbe gibt. Und die beiden sind sich super ähnlich. Also sie sind nicht gleich, aber sie sind absolut verwandt. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich werde einfach den Rest von meinem Quadrat, der dann noch zu machen ist, wenn das erste Knäuel fertig ist, werde ich in dieser Farbe häkeln. Und dann sieht man mal, wie die Farben so zusammenpassen. Mal gucken, wie groß der Unterschied ist, ob man das gut sieht oder nicht. Da bin ich jetzt auch schon wieder gespannt drauf. Genau, also das ist der Plan mit meinem Viva Victoria Quadrat. Ich hoffe, dass ich es dann noch schaffe, ein weiteres zu stricken und rechtzeitig entweder einzuschicken oder Leuten mitzugeben, die hinfahren und beim Nähen helfen. Dann hätte ich insgesamt vier geschafft. Das fände ich ganz schön. Fünftes ist, glaube ich, langsam unrealistisch. Hätte ich auch schön gefunden, aber mal sehen. So, das ist der eine Nittelong und der andere Nittelong, da habe ich ja ein Tutorial, ein Anleitungsvideo gedreht, wie man Strickschnüre strickt und wie man das in Projekten anwenden kann. Und mir fällt gerade ein, da muss ich ja zwei Sachen oder kann ich zwei Sachen zeigen. Und zwar habe ich ein Spültuch nochmal angefangen zu stricken. Da habe ich ja ein offenes Projekt noch auf Ravelry, deshalb gilt es auch nicht offiziell als Neuanschlag, weil das Projekt gibt es ja schon ganz lange. Und da habe ich zu Weihnachten ein Knäuel Baumwolle geschenkt bekommen. Also ich habe drei Knäuel geschenkt bekommen. Und zwar von der Freundin meines Neffen, die in den USA lebt und dort Wolle bestellt hat und mich gefragt hat, ob ich was haben möchte. Sie meinte, sie kommt sich zwar ein bisschen komisch vor, mich zu fragen, wo ich doch einen ganzen Wollladen habe. Aber sie weiß auch, dass ich ja nur eine begrenzte Auswahl an Wolle habe. Und deshalb habe ich mich sehr über die Frage gefreut und habe mir dann von dieser Baumwolle, die aus recycelter Baumwolle gemacht ist, das war das, was ich so interessant fand,
habe ich gesagt, soll sie, kann sie sich ein paar Farben aussuchen und mir was mitbringen, dann freue ich mich. Und da hat sie diese Farbe und noch eine andere Farbe ausgesucht und dann hat sie mir noch ein drittes Knäuel reine Baumwolle dazu gekauft in meinen Lieblingsfarben, in Blau-Türkis-Farben. Die zeige ich euch dann, wenn ich was draus arbeite. Aber ich hatte jetzt mit diesem bunten angefangen, um nochmal einen Spüllappen zu machen und dachte, ja, noch ein schöner bunter Spüllappen. Und dann hat meine Schwester den gesehen und sagte, der ist aber schön. Und dann sage ich, ja, brauchst du noch einen Spüllappen? Und nun wird sie den wohl kriegen, aber den blauen, den behalte ich auf jeden Fall für mich. Genau, und da habe ich jetzt mal versucht, von der Ecke auszustricken. Diese Option zeige ich im Video nicht, weil mir das erst später eingefallen ist. Aber ich habe die Strickschnur wieder mit einem provisorischen Maschenanschlag gemacht, habe einfach nur zwei Runden gestrickt, zwei Reihen. Und dann habe ich eine Masche in der Mitte rausgestrickt und dann die Maschen von der Strickschnur wieder auf die Nadel genommen. Stricke jetzt vorne und hinten immer die Strickschnur und habe immer nach der Strickschnur die erste Masche verdoppelt in jeder Reihe. Dadurch wächst es nach beiden Seiten. Dann habe ich drei Reihen ohne Zu- und Abnahmen gestrickt und habe nach der zweiten Reihe einfach nur ein bisschen an dem Eikord gestrickt. Es zieht sich hier ein bisschen auseinander. Mal gucken, ob ich das nochmal hinterher zusammennähe, dass es schöner aussieht. Aber vielleicht lasse ich es auch so. Mal gucken, frage ich meine Schwester, wie es ihr gefällt. Und jetzt mache ich immer stricke ich immer die ersten zwei Maschen nach der Strickschnur, stricke ich zusammen in jeder Reihe, sodass es dann wieder auf beiden Seiten kleiner wird. Und dann kommt ein kleiner quadratischer Spüllappen raus. Genau, aus recycelter Baumwolle. Es ist keine reine Baumwolle, habe ich hinterher erst gesehen, aber ich denke, das kann man trotzdem als Spüllappen ganz gut benutzen. So, genau. Und das andere Projekt, an dem ich ja schon arbeite mit der Strickschnur, das ist der Schal für meinen Mann. Er weiß jetzt inzwischen, dass er den zu Weihnachten kriegt. Und ich habe gestern das erste Knäuel, das erste 150 Gramm Knäuel aufgestrickt. Das war eine Sonderfärbung Schafpate in sechsfach. Und genau, so viel habe ich jetzt mit dem ersten Knäuel geschafft. Er hat gesagt, er mag Schals nicht allzu lang, maximal 1,40 m. Und das heißt, ich muss wahrscheinlich nur noch ungefähr so ein Stück stricken. Ich werde das dann nochmal nachmessen und ihm um den Hals hängen. Und dann werde ich das mit einem Eikord abketten. Und dann, genau, kann ich noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk überreichen. Genau, das war alles, was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!